So, und dann geht's weiter. Der Marsch des Xenophon. Alles klar, was auch immer. Jetzt ein Xenophon ist, mir kommt es spontan gerade nicht. Mir fällt gerade nur spontan ein Xylophon an. Oh, die Perser. Die guten alten Perser. Da geht's wieder los. Na gut. Der Marsch des Xenophon. Szenarioanweisungen. Der Peloponnesische Krieg ist vorbei und sie gehören zu einer Gruppe griechischer Soldaten, die ursprünglich als Verstärkung von Kyros dem Jüngeren bei der Eroberung des persischen Thrones angeheuert wurden. Kyros ist jedoch gerade in der Schlacht von Kunaxa getötet worden. Und ihre Söldnertruppe ist mitten im persischen Königreich auf sich allein gestellt. Ach Gott, nein, ich sehe schon, woran das endet. Die persische Armee ist zwar aufgrund der Niederlage bei Kunaxa keine Bedrohung, es liegt jedoch eine lange und gefährliche Reise vor ihnen, bevor sie nach Griechenland zurückkehren können. Es wurde entschieden, ans Schwarze Meer zu marschieren. Dies ist der ungefährlichste Weg zu Land, der zu einem reichen Seehafen führt. Dort kann ein großer Schatz für die entgangene Beute und ausgefallene Zahlungen entschädigen. Bringen Sie das Artefakt, das sich in der Küstennähe befindet, in Ihren Besitz. Bauen Sie dort ein Transportschiff und bringen Sie das Artefakt zu dem Gebäude Ihrer Verbündeten in der nördlichen Ecke der Karte. Nehmen Sie das Artefakt ein, bringen Sie das Artefakt zu Ihrem Regierungsgebäude. Alles klar. Geschichte, wenn es wen interessiert. Hinweise. Wählen Sie Ihre Baustellen sorgfältig aus. Teilen sich ihre Rohstoffe gut ein, denn sie besitzen nur wenige. Okay, wenn das da steht, dann bedeutet das, wir bauen gar nichts. Das letzte Mal hieß ja auch, teilen sie ihren Stein gut ein, das bedeutet nichts bauen. Teilen sie ihre Rohstoffe gut ein, nichts bauen. Aber gut, diesmal müssen wir keine Türme bauen. Achtung, sie können auf ihrer Reise nicht über alle vorhandenen Gebäude und Schiffe verfügen. Wir haben anscheinend doch Gebäude. Okay. Ja. Ja. Toll. 120. Das heißt, wir können jetzt Tatsache... Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ah doch, doch, Zentrum geht. Wir könnten jetzt eigentlich mal wirklich so dreist sein. Das dürfte eigentlich funktionieren. Phalanx. So. Wir können mal so dreist sein und hier unten einfach mal eine Lagergrube aufbauen, weil hier ist ganz tolles Holz. Lagergrube, her mit dir. Dann holen wir uns mehr Holz, damit wir uns ein Dorfzentrum dann danach leisten können. Und mit diesem Dorfzentrum bauen wir dann noch mehr Dorfbewohner. Und erobern die Welt. Oder so. Ja, mit dem Holz können wir dann noch Nahrung holen. Und damit könnten wir dann mit Holz und Nahrung wenigstens schon mal Bogenschützen bauen. Können wir den Bogenschützen bauen? Okay, ich erkenne das Problem. Ach, eine Akademie können wir bauen. Das ist ein Problem. Denn dafür brauchen wir Gold. Moment. So, ihr seid die 1. Ihr seid die 2. Und du, alter Mann, bist der 3. Der 3, genau. Boah, hier können wir wahnsinnige Handelswege errichten. Ich bin begeistert. Die haben sich schon was dabei gedacht, dass sie mir keine Bogenschützen lassen. Könnte ich ja unendlich Einheiten produzieren. Das würde den Reiz der Mission nehmen, der darin besteht, den Leuten aufs Maul zu hauen, die diese Mission spielen. Zumindest so symbolisch. Hallöchen. Wo geht denn das hin? Nirgendwo hin. Alles klar. Wir speichern mal. Jetzt machen wir mal einen auf Kommandos. Los Kommandos. Das habe ich schon mal da gespeichert. Ausgewohnheit. So, ach Ballisten, was seid ihr denn so lahm? Aber okay, wir können ja trotzdem mal irgendwie so eine kleine Dorfzentrums-Gemeinde bauen. Wo bauen wir das Dorfzentrum hin? Da, da, ich würde sagen da. Und Abschuss! So, in der Zwischenzeit macht ihr weiter, meine Freunde. Ihr könnt ruhig ein bisschen schneller sein. Warum sind die Ballisten bloß nicht schneller? Die haben doch, glaube ich, eine höhere Sichtweite, oder? Bevor jetzt irgendwas schief geht. Ja, die haben eine viel höhere Sichtweite. Kommt, ihr seid mein Speer. Steht doch nicht im Weg. Löwe? Löwenkönig? Ah ja, das erklärt auch das letzte Mal, warum die Löwen so stark waren, hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Löwenkönige sind viel, viel stärker als normale Löwen. Ich habe gar nicht gesehen, dass es Könige waren.
So. Was haben wir denn da? Leute. Entspannt euch, liebe Löwen. Legt euch schlafen. Alle Upgrades bei den Truppen. Das ist eigentlich was echt Cooles. Wie lange jetzt nichts Gegnerisches kommt? Das ist ja schon mal ein Luxus. Ich glaube, ich sollte lieber nicht das Maul zu weit aufreißen. Es gibt nachher nur ganz böse Haue. So. Dann fangen wir mal an, jetzt eine schöne Wirtschaft da unten zu errichten. Mit Holz. Also Holz wird uns so schnell nicht ausgehen. Da können wir die gesamte Länge hier noch ausnutzen. Bloß können wir damit noch nicht viel anfangen. Wir brauchen an sich ja noch Gold. Oder zumindest, na gut, aber wir können schon mal richtig viel Holz sammeln, falls wir dann später... Ich gehe ja schon wieder mit euch voran. Hier, ihr sollt vor. Falls wir dann später, Dingensbummes finden sollten. Ah! Hallöchen. Wie geht's denn so? Oh, da hat sich jemand versteckt. Ihr Schlingel. Das muss doch nicht sein. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, Perserkriegselefant. Tralalalalalala. Ballistenfeuer. Breitschwertkämpfer sind zwar auch sehr gut, aber nicht gut genug für uns. Nicht gut genug für Phalanxen. Phalanxe. Eine Phalanx, zwei Phalanxen. Ich glaube, Xen. Ja. So, bauen wir noch ein zweites Teil. 40 plus wie? Ja, so geht es eigentlich ganz gut. Sobald es hier hinten weg ist, können wir das auch noch als Farmland benutzen. Du kannst ruhig weiterhalten. Komm, tu es. Richtig. So macht das der Ghetto King. So. Let's play. Speichern. Spalisten, ihr seid meine Speer. Meine Spee-Artillerie. Spähende Artillerie. Ich kann es immer noch nicht fassen. Hallo? Könnt ihr schon Gebäude bekehren? Nein, dazu müsste ich Monotheismus entwickeln. So, jetzt habt ihr es. Das ist so eine Sache. Monotheismus bedeutet quasi Glauben an einen Gott. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Versuch mal den Elefanten zu bekehren. Oder versuch lieber abzuhauen. Nein. Ja, es hat geklappt. Haha, ich habe einen Kriegselefanten. Auf die Idee hätte ich auch früher kommen können, dass wir bekehren können. Ideen muss man haben. Naja. Also Monotheismus müsste ja bedeuten, glaubt man an einen Gott. Weil, wie ich weiß, der Polytheismus, ich glaube, das hieß Polytheismus, ist der Glauben an mehrere Götter, wie es zum Beispiel die Griechen hatten. Mit Zeus, mit Poseidon, mit, ach du lieber Gott, Bogenschütze. Das war jetzt kein Gott, aber Bogenschütze. Ja, auf jeden Fall, ja, oder die Römer. Was ja auch interessant war, die Römer, die haben ja quasi die griechischen Götter übernommen. Mars, der Kriegsgott Mars zum Beispiel, ist das Pendant zu Ares, beziehungsweise nicht nur das Pendant, es ist Ares, bloß von den Römern halt verehrt und Mars genannt. Die Römer haben ihre Götter halt allesamt nach Planeten benannt. Naja. Auf jeden Fall, der Monotheismus ist Glauben an einen Gott, der Polytheismus an mehrere Götter, so wie ich weiß, und ja, Atheismus kennt man ja, ist ja quasi nichts glaubend. Ja, interessant, nicht wahr? Ab hier müssen wir schiffen gehen, also überschiffen, versteht sich. Oh, und da hinten gibt's Nahrung, aber das ist ja das geringste Problem, was wir haben. Ich habe viel mehr Probleme damit. Ich habe viel mehr Probleme mit meinem Rüssel. Nein, ich habe viel mehr Probleme, Gold zu finden, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, es ist mir gerade doch das mit dem Rüssel zu stark in den Kopf gegangen. Auch nicht falsch verstehen, bitte. Also, habe ich schon erwähnt, dass wir uns zum Holz nicht zu beschweren brauchen? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Schwarzwald. In Griechenland, versteht sich. Persien ist besiegt?
Was gibt's denn? Ja, genau. Alles klar. Oh Mann, cool. Das ist cool. Muss ich ja sagen. Aber hey, hier können wir eine Flotte bauen. Das ist was Tolles. Können wir ganz viele Kriegsschiffe machen. Jetzt brauchen wir aber erstmal. Jetzt brauchen wir erstmal Häuser. Persien ist besiegt. Was? Cool, jetzt schon? Persien 1, Persien 2, Persien 3, Persien 4. Ah, oh, herrlich. Einfach nur cool. So, bau mal ein Haus. Und dann geh nach oben. Das dürfte schon so reichen. So. Noch mehr Häuser. Ach ja, stimmt. Wir haben ja ganz viele Einheiten. Kann man sowas vergessen? Gut, dann bauen wir hier zu. Die Holzfäller können dann immer noch da hinten lang hacken. Ich glaube, es hackt. So, da geht auch noch ein Häuschen. Sind wir schon auf maximaler Geschwindigkeit? Ich glaube noch nicht. Jetzt sind wir es auf jeden Fall. Immer noch zu viel. Ein Haus müsste dann immer noch her. Aber dann dürfte es langsam hinhauen, oder? Ja, dann haut's hin. Ab geht's. Bürgerpower. Dorfbewohnerpower. Ich sammle jetzt einfach noch 1000 Gold und 1000 Steine und baue ein Weltwunder, damit ich auch fertig. Warum zum Teufel versteckt sich dieses Regierungsgebäude ganz oben auf einer einsamen Insel? Nachher hat sich da irgendwie noch... Na, Robinson Crusoe versteckt. Jetzt ist mir gerade der Name von dem Typen aus Castaway nicht eingefallen. Zumindest der Typ, der gespielt wurde. Aber den Volleyball kenne ich noch. Das war Wilson. So. Ja, ihr zwei geht mal hoch. Habt mal ein wenig Spaß dort oben. Nicht falsch verstehen. Das war kein direkter Befehl auf irgendwas, was ich jetzt doch nicht sehen will. Dafür fehlen nämlich die weiblichen Dorfbewohner hier. Eigentlich können wir jetzt noch das nächste Ding bauen. Wir alle mögen doch Dinge zum Bauen. Komm, ein zweiter Holzfäller kann ja auch noch hin. So human wollen wir doch mal sein. Aber es ist ganz cool, dass die ganzen Farm-Upgrades auch da sind. Weil die Farm halten so lange, die sind garantiert voll geupgradet. Dun dun. Seid ihr endlich mal... Oh Gott, seid ihr klug! Menschenskind. Ihr seid doch bestimmt nominiert für den Intelligenzpreis. Wenn sowas gibt. Sowas in der Art gibt's, aber da heißt bestimmt nicht Intelligenzpreis. Dorfzentrum? Kommt ja auch mal eins hin. Warum? Weil wir es können. Schaut so aus. Dann bauen wir das nahe des Holz ran. Da könnten wir im Notfall noch ein bisschen Holz hacken. Wachtürme könnten wir auch bauen. Na gut, wenn wir Stein hätten. Ist ja gut. Wenn ich hier irgendwo einen gegnerischen Hafen sehe, dann werde ich Gott was tun, das Ding nicht zu zerstören. Das ist nämlich meine Goldquelle dann. Brauche ich dann. Ganz dringend.